Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe gerade ein Video aufgenommen. Nicht das, was ich euch jetzt zeigen möchte, aber ein anderes Video und da stimmt die Tonspur mit dem Video überhaupt nicht ein. Und ich hoffe, es klappt jetzt. Zumindest mit dem Video. Mit dem anderen muss ich echt nur überlegen, was ich damit mache. Auf jeden Fall vom Action oder im Action gab es halt mal diese Randstandschablonen. Und ja, da ich so ein bisschen im Action Standschablonenfieber bin, habe ich mir eine Box ausgedacht und das Ganze sieht hier so aus. Mit Box, mit Action-Rand-Standschablonen. Ich habe jetzt diese Variante hier gewählt. Jetzt machen wir mal eine andere Variante. Ne, kann man Schleifchen dann aufmachen und das Ganze füllen. Ich weiß gar nicht, was da reinpassen würde. Ja, so ein Stempel auf jeden Fall. Von der Höhe ja auch locker. Ich habe einfach mal ein Maße genommen, so dass ich relativ viel aus einem Papier rauskriege. Fangen wir auch direkt an. Und zwar für den Boden an sich selber brauchen wir ein Stück Cardstock in den Maßen 18x18. Und das falte ich mir jetzt ringsrum bei 4 cm. Ich mache das Ganze auch wieder gelb. Ich bin im Moment so ein bisschen im Gelbfieber. Hört sich ein bisschen bescheuert an, ich weiß. Dann nehmen wir uns gleich den Deckel vor. Der hat die Maße 14,1 mal 14,1 und den falte ich mir ringsrum bei 2 cm. Und ein Tipp, wenn ihr das Ganze nachbasteln möchtet und vielleicht ein wenig die Größe ändern möchtet, ihr könnt maximal bis 15,1 gehen, weil das Ganze muss noch durch eure Stanzmaschine passen. Es sei denn, ihr habt eine A4-Stanzmaschine. Dann könnt ihr natürlich größer gehen, aber ich habe leider nur eine A5, wobei mir die vollkommen reicht. So, und dann zoomen wir mal unsere Stanzschablone aus. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme mal die hier. Und dann braucht ihr eure Stanzmaschine. Und dann nehme ich die Randstanzschablone und lege die mir wirklich, ihr habt ja eine gerade Kante, legt die mir halt bis zum Rand hier an. Ich hoffe, man sieht es. Und dass das Ganze nicht verrutscht, habe ich mir so Klebeband und mache mir das hier so fest und stanz dann. Oh, vielleicht sollte ich das von der anderen Seite machen, weil es jetzt schon gut gestanzt hat. Und dann vorsichtig ablösen. Eigentlich ist es sensitiv Klebeband, das heißt, es sollte schön sich lösen lassen können, aber manchmal tut es das nicht. So, das mache ich mit allen 4 Seiten. Und wenn ihr das habt, oder wenn ich das habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ihr das natürlich von der Seite hier macht, wie ich jetzt gerade, dann tut ihr euch wesentlich einfacher beim Stanzen. Weil er dann nicht viel, so viel Druck auf einmal hat, sondern halt, ne, kann er langsam den Druck hier aufbauen. Entschuldigt, wenn ihr wackelt. So, das mache ich später weg. Gucken wir uns das ganze Malheur mal an. Da ist noch ein Knupsel drin. Nein, jetzt reißt mir das Ganze wieder. Okay. Das schaut jetzt sehr kurios aus, ich weiß. Aber wir haben ja unsere Falzen hier noch, was man kaum sieht.
Die schneide ich mit zu Klebelaschen. Ganz einfach, simpel. So. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da noch ein wenig abschneiden. Ich mache das reihum. Hier einschneiden, dann ein bisschen abschrägen. Wobei man teilweise nicht mehr viel abschrägen muss. Und wenn ihr dann so Papierstückchen habt, die schneide ich halt dann einfach mit ab. Und ich hoffe, es klappt jetzt mit dem Video. Dann schaut das Ganze einmal so aus. Und jetzt mache ich erstmal die Schnipsel hier weg. Und dann werden meine Teile nachgefalzt. Ist manchmal etwas tricky, weil ihr habt ja Masse weggenommen, aber es funktioniert. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, funktioniert es dann doch ganz gut. Okay, dann kleben wir mal den Deckel schon mal zusammen. Das war es dann eigentlich auch schon an großen Tüllüdü. Nur noch der Boden und dann ein bisschen Dekoration und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich nehme noch auf, Kamera scheint nicht zu ruckeln, aber trotzdem, vorhin ist auch alles gut gegangen und dann nach dem Hochladen habe ich dann gesehen, ja, ab der Hälfte ungefähr passt die Tonspur nicht mehr zum Video, was sehr ärgerlich ist. Jetzt muss ich nochmal rum, die Ecken haben sich alle abgelöst, naja, es dauert ja immer ein Ticken, bis der sich angedrückt hat, der Flüssigkleber. Aber das schaut gut aus. Dann den Boden noch, dann mache ich dasselbe. Auch hier die Falzflaschen einmal einschneiden. Ich mache das auch wieder ringsrum. Einmal alles nachfalzen. Da ist mein Falzbein. Überall Kleber drauf. Und zusammenkleben.
hoffe, jetzt nichts verschoben. Nein, sieht gut aus. Nochmal überprüfen, ob der Deckel drauf passt. Hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger wegen der Bordüre, aber passt. So, dann machen wir unseren Aufleger noch. Der hat die Maße 9,6 x 9,6. Und ich habe hier ein Stampin' Up Stempelset verwendet. Dann nehme ich einmal die große Blüte und stempel das in einem Golden Meadow. Ne, in einem hellen Gelb. Ich habe mit hellen Gelb angefangen. Etwas cheerful heißt es. Dann nehme ich, ja, die so ein bisschen, ne, die sind ja so ein bisschen gelayert. Dann nehme ich das Golden Meadow und dann schaue ich, dass ich das so ein bisschen, zumindest ein bisschen, muss nicht genau. Auf meine untere Blüte passt. Und wenn ich genau arbeiten möchte, dann kann ich das ja auch mit der Stempelhilfe machen. So, und dann nehme ich das Blätterwerk, dass da noch ein bisschen Farbe mit drin ist, nicht nur Gelb. So. Und dann mache ich mir noch ein wenig einen Rand. Das mache ich ganz einfach mit dem Fineliner. Ohne Lineal. Einfach so ein bisschen. Und dann bringe ich mir hinten 3D-Klebepads auf. Muss mir jetzt wegen bei allem, mein Mann muss auf die Arbeit. Ja, ist halt, wer bei Bereitschaftsdienst hat. So, oben drauf. Und dann kommt noch wegen ein Schleifenband dazu. Bei der Box müsste ich das jetzt nicht, weil der Deckel ganz gut hält. Bei der Box habe ich das machen müssen, weil ich einen Millimeter zu viel habe. Aber ich wollte sie auch nicht wegschmeißen. Und so habe ich das dann halt gerettet. Aber mit dem Band fand ich das jetzt ganz süß. Ein Schleifenband. Das war's. Das wegschneiden. Und fertig ist unsere Box mit Action-Randstanzen. Ja, finde ich süß. Das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video funktioniert. Ich schaue es mal, bevor ich es hochlade, an. Und ja, bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis dahin. Tschüss.